Adventszeit. Vor langer Zeit gab es ein Königreich, fernab der uns bekannten Welt. Dort lag eine heilige Macht verborgen, von der man sich erzählte, sie hätte vor Urzeiten alles geschaffen, was existiert. Drei Göttinnen sollen diese Macht dazu genutzt haben. Din, Göttin der Kraft, die die Erde schuf. Varora brachte Leben auf diese Erde und tötete alles, was ist. Nairu, Göttin der Weisheit, sie verlieh der Welt ihre geistige Kraft und schuf Ordnung und Sein. Bevor diese göttlichen Wesen wieder in die Himmel zurückkehrten, hinterließen sie an jenem Ort, an dem sie herabgestiegen waren, das heilige goldene Dreieck, dem all die schöpferische göttliche Kraft innewohnt, als Zeichen, dass niemand sie vergessen möge. Nur wenigen ist es gestattet, von dieser Kraft Gebrauch zu nehmen. Doch da auch das Schicksal eine starke Macht beherrscht, kommt es nicht selten vor, dass es einen gibt, der diese Kräfte missbrauchen und für seine eigenen Zwecke nutzen will. So geschah es, dass die drei Göttinnen in Gestalt dreier Hoheiten abermals auf die Erde stiegen, um diesem Missbrauch Einhalt zu gebieten. Doch der Widersacher war zu stark und die Prinzessin des alten Königreichs, der Geist der Göttin Nairu innewohnte, musste fliehen. Sie musste fliehen in eine weit entfernte Welt, die ihr so fremd war. Und sie hoffte jeden Tag darauf, dass der auserwählte Held kommen möge, um ihr zu helfen und sie zurückzuführen in ihr Königreich. Niemand weiß, was aus der Prinzessin des alten Königreichs wurde und ob sie in den finsteren Mächten entkommen konnte, die nach ihrer Kraft verlangten. Ihr Name war Zelda von Hyrule. Beschützen. Ein Hieb, ein Stich und ein Satz. Ich, der mutige, tolle, charmante, gut aussehende. Was ist so? Was? Wie? Hä? Was machst du denn hier wieder für einen Lärm? Gefährlich sein würde. Ja, ich weiß. Immer dieselbe Leier.
Ja, ist gut. Aber ich habe schon deinen Vater verloren. Ich muss nicht auch noch dich verlieren. Und jetzt marsch ins Bett. Du musst morgen früh raus. Ich brauche wieder Kräuter. Ist gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Sagt mir, wo ich die Weisheit finden kann. Niemals. Ihr findet sie niemals mit Lord Ganondorf. Ich warne euch, Prinzessin. Nein, nie. Ich habe euch bereits die Kraft gebracht. Es wäre mir ein leichtes, euch alles andere zu nehmen. Ich weiß, dass ihr nicht mit meinem Reich ist. Ihr habt sie nach Terra Nova geschickt. Selbst wenn ihr wisst, wo sie sich befindet, wir haben bereits jemanden gesandt, der sie beschützen wird. Und es wird dort jemanden geben, der dich besiegen wird. In Terra Nova wartet dein Untergang! Bringt sie weg!